Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution der 21er Version in Burundi und live in dem Aufnahmestream auf Twitch. Aber das muss euch YouTube-Zuschauer nicht weiter interessieren, weil es für euch gewohnt ist, wie immer, größtenteils. Es sei denn, wenn ihr es den Aufnahmestreams, die planmäßig mittwochs wahrscheinlich stattfinden, auch dieses Projekt hier, wenn ihr den beiwohnen wollt, dann schaut mal auf unseren Twitch-Kanal, Link in der Videobeschreibung. Gut, aber genug der Werbung. Wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Wir haben festgestellt, dass wir gut im Plus sind, dass wir auch sogar Haushaltsreserven angestaut haben, weil das jetzt anscheinend separat funktioniert von den Haushaltsreserven und dem Defizit, dass man das manuell die Schulden abbezahlen kann. Und das ist auf jeden Fall interessant. Und das finde ich auch irgendwie ganz cool, weil so kann man das Budget ein bisschen stabiler halten, ne? Während man dann schon mal an der Infrastruktur arbeitet. Das ist ganz cool gemacht. Jetzt habe ich beim letzten Mal noch den Tipp, oder gerade eben, sag ich mal so, den Tipp bekommen, dass man bei den UN wohl gucken kann, ob man nicht irgendwie einen Schuldenerlass kriegt. Ach, hier waren die Organisationen, genau. Kredit beantragen, Schuldenerlass beantragen. Ah, okay, müssen wir das Geld eingeben. Ich weiß halt leider nicht, wie viel wir... Muss ich jetzt nachschauen. Und ich weiß auch nicht, was so ein realistischer Wert ist, den man da als Erlass erbitten kann. Gesamtdarlehen 180 Milliarden, Burundi-Franc 423 Milliarden, Burundi-Franc. Der Zinssatz ist halt auf jeden Fall ganz gut bei denen, ne? Keine Frage. Ich weiß nicht, ob man gleich nach allem fragen kann, ob die einem alles erlassen. Ist wahrscheinlich zu viel. Ich versuch's einfach mal. Was ist, wenn ich einen möglichst hohen Betrag eingebe? Achso, nee, das muss schon realistisch sein. Dann muss ich nochmal wissen, was es war. Ach, hier steht's ja auch. Da muss ich ja gar nicht. Muss ich ja gar nicht da drüben nachschauen. Ist eigentlich auch logisch, dass es hier auch stehen würde. Wir sind auf jeden Fall bei Millionen. Ich sag mal 400 Milliarden. So. Das probiere ich hier auch mal. Schuldenerlass beantragen: 180 Milliarden. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Und wir haben auch noch Treffen mit anderen. Moment, ich wollte es ja eigentlich anders machen. Egal. Ja, das sind schon die ersten auf jeden Fall. Hallo. Nein, danke, mein. Okay, Champagner. Vergnügen. Großartig und so. Ja, da geht was. Ja, schön. Wir können ihm eine Medaille der Nation verleihen. Das ist interessant. Zinssatz für die Schuldenverschreibung aushandeln. Jetzt würde ich gerne gucken. Ich weiß jetzt nicht, was man alles sieht in dem Menü. Wie sieht denn momentan der Zinssatz aus bei China? Ah, hier. 16,61%. Das ist natürlich sehr hoch. Auf jeden Fall. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Ich habe keine Ahnung, was man am besten verhandelt. Was realistisch ist. Ich hoffe, ich habe mehrere Versuche frei, wenn das so krass ist, was ich will. Wir ziehen es vor, diese... Oh. Oh, und das war... Okay, wir können jetzt nicht weiter verhandeln. Gut, das war zu viel. Versuch's vielleicht mal mit 3% weniger. Gerne. Huch. Habe ich das schon mal festgestellt. Das ist schon mal nicht so. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Machen wir mal auf 7 runter. Sehr gut. Okay, das wurde akzeptiert. Gut. Dann versuche ich mit dem Chinesen nochmal ein neues Treffen zu machen. Ich hoffe, das geht. Damit wir irgendwas Verhandeltes da hinkriegen. Muss ich das wieder manuell wegklicken? Das ist ein bisschen nervig. Geht das so früh wieder? Anscheinend. Gut. Dann schauen wir mal, was da geht. So, da ist der nächste. Da sind die nächsten zwei. Hallo. Gerne. Ich klicke die ganzen Sachen durch, die potenziell noch ein bisschen uns beliebter machen. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie? Ich gehe mal auf 10 runter. Sehr gut. Gut, das wurde auch akzeptiert. So, Indien. Nein, danke. So. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Gehe ich mal auf 12 runter.
Gut, ich weiß jetzt halt nicht, was realistisch ist, aber ich gehe mal auf 12 runter. Sehr gut. Und auch akzeptiert. Vielleicht kann man sogar mehr versuchen, ich weiß es nicht. So, Großbritannien. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Gehen wir mal auf 8 runter. Sehr gut. Wurde auch akzeptiert. Ich weiß gar nicht, wie oft man das machen kann. Vielleicht einmal pro Quartal. Ach du, oh, da ist ja noch jemand. Gerne. Das weiß ich jetzt nicht. Aber da sollten wir vielleicht immer mal ein Auge drauf behalten. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? 5% vielleicht? Sehr gut. Okay. Oder... Moment, hier im Chat steht gerade... Also Moment, hier wurde gerade einiges geschrieben. Ich muss mal gerade, das ist nämlich vielleicht potenziell hilfreich. Bei der Türkei haben die so 2 Milliarden angenommen, also wahrscheinlich Schuldenerlass, gemeint bei der Weltbank. Neuen Kredit holen, da 1% Zinsen. Ah ja, okay. Gut, kann man auch drüber nachdenken. Und verhandelt bringt wenig, da die das ständig canceln, wenn sich deine Haushaltslage ändert. Ach cool, dann würden wir halt versuchen, die stabil zu halten, hätte ich dann gesagt. Dann versuchen wir halt nur mit den Haushaltsreserven zu arbeiten und sonst nicht so viel. Ja, weiß ich nicht genau. Ich gehe mal auf 13% hier runter. Hätte ich vielleicht auch manuell eintippen können. Wäre vielleicht schneller gegangen. Das ist sehr unzureichend. Wir wünschen einen ernsthaften Vorschlag. 14%. Sehr gut. Na gut. So, und Deutschland? Nein, danke. Aber da habe ich vielleicht schon so ein ungefähres Gefühl, was realistisch ist. Zu freuen. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Gehen wir vielleicht auf 4,5 oder ich versuche erstmal 4. Wir ziehen es vor. Das war schon... Okay. Dann mache ich mit dem Deutschen nochmal einen neuen Termin. Wie waren das? Schulden. Und mit dem Deutschen gerne nochmal... hier. Dann versuche ich es vielleicht mit 4,5 oder so. Boah, dass es immer im Vordergrund bleiben muss. Ich muss doch hier was bestimmen. So. Dann treffen wir uns nochmal mit dem. Okay. Der ganze Kram nochmal. Sicher ist sicher. Scheint ihm ja größtenteils zu gefallen. So, jetzt gehe ich auch mal 4,5. 4,5. Sehr gut. Gut, das wurde akzeptiert. Guck mal, da hatte er es abgebrochen und jetzt auf einmal direkt akzeptiert. Was nur minimal besser war, so würde ich jetzt behaupten. So, oh, wurde akzeptiert. Ha. Cool. Cool, cool. Moment, dann gucke ich mir das hier nochmal genauer an. Offene Kredite, gut, 300, da habe ich jetzt halt was übrig gelassen. 24 Milliarden offene Kredite. Können wir es nochmal beantragen? 24. Moment, so. Nee, nicht so. So. Ich frage gleich nochmal nach. Dann sagen die bestimmt, hast du doch erst. Ist das jetzt? Ja, ist. So, 365. 56. Sorry. Ich frage einfach direkt nochmal. Könnte zu früh gewesen sein. Wahrscheinlich. Aber das ging besser als gedacht. Das hat mich jetzt überrascht, wie erfolgreich das war. So, jetzt dürften wir da auch ganz schön bequemer unterwegs sein, was diese Last betrifft von Schulden. Abgelehnt, okay. Warum? Weniger als ein Jahr sollte man warten. Gut, Juli haben wir jetzt, dann gucken wir im August 2025 nochmal rein. Oh, das ist das schon nach der nächsten Wahl. Oh Gott, wir haben eine Wahl vor uns. Uff. Gut, auf jeden Fall Füße stillhalten, Beliebtheit hochhalten. Das ist schon mal ganz wichtig jetzt zur nächsten Wahl. Ich hoffe, das klappt. Ich habe überhaupt keine Wahlkampferfahrung, was das Spiel angeht. Was heißt überhaupt keine, aber fast keine. Sehr wenig. Sri Lanka möchte sich mit uns treffen. Huch, da war gerade ein unangenehmes Geräusch, das tut mir leid. So. Genau, ja gut, der Hinweis, Weltbank und so ein Kram, internationaler Währungsfonds, die haben die besten Kredite, das habe ich auch festgestellt. Und die anderen sollte man abbezahlen. Aber gut, wir haben jetzt bei denen einen Schuldenerlass gekriegt, ne? Da sagt man ja nicht nein zu, würde ich behaupten.
Wie sieht es denn da jetzt ungefähr insgesamt aus? Ach, guck mal, jetzt sind wir da ordentlich ein Stück vorangekommen. Das ist schön. Das ist gut. Bezahlen wir jetzt schön weniger Zinsen. Und hoch. Ach so, bei Japan haben wir. Hä? Hatten wir mit denen nicht was ausgehandelt? Haben sie das jetzt ohne uns zu benachrichtigen wieder verworfen oder was? Wir hatten doch mit denen was ausgehandelt, oder? Bin ich doof? Oder es bringt halt einfach wirklich nichts, weil die das. Aber wenn die das halt ändern, ohne einem was dazu zu sagen, ist ja auch doof. Japan. So. Das waren die drei. War da sonst noch jemand? Ich glaube sonst nicht. Dann versuche ich mich mit denen nochmal zu treffen. Ach, das wundert mich jetzt. So, hallo, Indien. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Prozent? Ne, das ist bestimmt zu viel. 11,5%. Wir ziehen. Oh, das war wieder zu viel. Nein, danke. Also so 2% oder so kommen bei so einem höheren. Jetzt habe ich zweimal geklickt. Ach Mann. Och, wieso habe ich zweimal. Gut, ich wollte natürlich nicht zweimal klicken. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wie das passiert ist. Und ich möchte mir den nochmal treffen. Toll. Ja gut. Na gut, dann machen wir das so. Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Das habe ich jetzt nicht verstanden. So, in Großbritannien und Indien. Achso, jetzt sind wir da auch wieder so weit in der Zukunft. Huch. So. Ich will mich gleich mit dir treffen. So. Oder mit euch. Allen. So. Da. Gerne. Mit sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? 9%. Wir ziehen es vor, diese Verhandlungen zu beenden. Warum? Das war jetzt kein so großer Schritt. Gut, mir vergeht ja langsam so ein bisschen die Lust auf Verhandlungen, wenn ich ehrlich bin. Nein, danke. Weil da jetzt diese Sachen passieren, die ich nicht so ganz verstehe. Sehr gut. Welches Angebot wollen Sie uns machen? 7,5. Ohne Sie verärgern zu wollen, Ihr Angebot ist noch ein wenig zaghaft. Zaghaft? So vielleicht? Sehr gut. Okay. Was soll denn zaghaft in dem Zusammenhang heißen? Nein, danke, mein. Zaghaft, als wären wir vorsichtig gewesen wären, aber wir waren jetzt anscheinend nicht vorsichtig. Sehr gut. Für welches deren Geschmack. Angebot wollen Sie uns machen? Und was hatte ich gesagt? War ich bei 11 runter? Gehe auf 12? Ach so. Schauen wir mal. Ja, was okay. Was denken Sie über meinen Gegner? Sehr gut. Nehmen wir. Gut, einer war, glaube ich, noch. Dann. Den hatte ich jetzt doch. Ich möchte es mit dem doch nochmal versuchen. Schwarz und schick den wieder weg. Moment, Schulden. Wo hatten wir denn noch was, was nicht ausgehandelt war? Japan. Genau, Japan war das. Dann mache ich mit dem gerade nochmal einen Termin aus. Und ich bin halt im Überlegen, ob wir jetzt die Darlehen tilgen sollten oder ob wir die Überschüsse, die wir erwirtschaften, für in Infrastruktur stecken sollten. Moment. Datum ändern. Hier geht. Okay. Da bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, weil da sind halt schon ein paar schlechte Zinssätze dabei, ne? Die sollte man vielleicht bevorzugt tilgen. Aber gut. So, hier. Gerne. So, versuchen sich bei ihm beliebt zu machen mit solchen Sachen. Welches Angebot wollen Sie uns machen? Dann gehe ich halt auf 9,5%. Sehr gut. Okay, wird akzeptiert. Gut, dann haben wir da was ausgehandelt. Mal gucken, ob das jetzt Bestand hat oder ob wir das ständig neu verhandeln müssen. Aber da haben wir jetzt uns ein wenig entlastet, hoffe ich. Ja, irgendeine Veranstaltung, bla bla bla. Hungerstreik schon wieder.
was auch immer mit dem los ist. Schlag ins Gesicht bei den Olympischen Spielen. Ja gut, was will man erwarten? Wird uns gleich übel genommen. Und dann bin ich auf wirklich mal auf den Wahlkampf gespannt, der uns jetzt noch ins Haus steht. Gut. Ja, aber eigentlich wäre es schon klug, wenn wir jetzt die Schulden tilgen würden. Vor allem die mit dem schlechten Zinssatz, ne? So, das Darlehen von den Chinesen. Wie viel haben wir denn bei denen geliehen? 941 Milliarden. Gut, das können wir uns jetzt nicht leisten, in einem Schwung loszuwerden. Nein, nein, oh. Kein Selbst. Und uns wurde ein Minister ermordet. Ja, das ist ja halt großartig. Gut, ich glaube, ich habe einfach nur die ersten im Alphabet genommen, deswegen mache ich das einfach weiterhin so. Unglaublich, der erste Preis. Juhu, wieder ein Preis gewonnen. Das heißt, wir festigen unsere Beliebtheit wohl bei 100%. Was ist hier? Terrororganisation zu der Operation bekannt. Ja, klar. Wir haben die Informationen unserer verschiedenen Dienste nachverfolgt. Der Hauptdrahtzieher bei dieser Operation wurde identifiziert. Er ist in der Wildnis verschwunden und vielleicht bereits schon im Ausland. Er war bei unseren Diensten bereits aktenkundig. Dies ist eine Information, die zweifellos von der Presse aufgegriffen werden wird. Na, wir haben ja mittlerweile freie Presse im Land. Unsere nationale Truppe. Genau, aber das lief auch gut da bei dem Theaterfestival. Das ist ganz gut. Wie sieht es insgesamt aus? Kaufkraft ist wieder schlecht. Keine Ahnung warum. Dass es halt plötzlich wieder nach unten geht. Okay, dass die Kaufkraft in Burundi schlecht ist, das überrascht mich nicht, ganz ehrlich. Aber dass sie halt plötzlich wieder runtergeht, ich habe keine Ahnung warum. Wirtschaftswachstum ist ziemlich gut, würde ich behaupten. Fast 10%, fast zweistellig. Aber ja, vielleicht sollten wir uns um bessere Zinssätze bemühen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt, ich speichere gerade nochmal, weil ich unsicher bin, was das Ganze, den ganzen Bereich angeht. Aber wenn ich jetzt einen Kredit bei denen beantrage oder wenn ich allgemein sage, ich will dann ein Darlehen tilgen, aber ich habe nicht genug Haushaltsreserven dafür. Was passiert dann? Dann muss ich ja Neues aufnehmen. Ist die Frage, wo nehme ich das her? Deswegen speichere ich gerade mal, weil ich nicht genau weiß, was dann passiert. Genau, da kam auch der Vorschlag, man soll einfach einen Teil der Reserven zum Schuldentilgen nehmen und einen anderen Teil zum Investieren. Das ist halt auch eine Idee, dass man sagt, zum Beispiel jedes Jahr guckt man vielleicht auf seinen Schuldenstand und, oder seine Haushaltsreserven und sagt, okay, so viel nehmen wir jetzt zum Tilgen und so viel nehmen wir zum Investieren. Wenn ich jetzt zu den Chinesen gehe und sage, ich möchte, guck mal, die haben das Ganze ausgehandelt, das ist einfach wieder weg, einfach wieder zunichte gemacht. Okay, das Aushandeln bringt gar nichts. Ohne irgendwelche Benachrichtigung ist der Zinssatz einfach so wieder wie vorher. Wir brauchen nichts auszuhandeln, das bringt nichts. So, wenn ich sage, das möchte ich tilgen. Haben wir es jetzt getilgt? Haben wir getilgt. Aber wir müssen das ja... Huch, der Überschuss. Ach, nur Schande. Aber wir müssen das ja irgendwo anders hernehmen, das Geld dafür, für die Tilgung, oder? Das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, was da jetzt los ist. Weil irgendwo müssen wir das Geld jetzt für das Tilgen hergenommen haben. Haushaltsreserven sind immer noch da, die müssten aber eigentlich weg sein. Spannung verhindern, ja, schön und gut. Okay. Bei den unten ist auch nichts mehr geworden. Gut, was ist, wenn ich das nächste tilgen möchte? Tilgen. Indien ist jetzt auch weg, quasi. Aber irgendwo müssen wir das Geld für die Tilgen ja hernehmen. Dann tilge ich jetzt einfach alle mit dem schlechtesten Zinssatz, hätte ich jetzt gesagt. Ich sehe jetzt nichts. Wir haben angeblich gar keinen Zinssatz bei den Briten? Das irritiert mich jetzt. Du hast genügend Reserven, die haben sich verringert. Ich dachte, wir hätten nicht genügend gehabt. Huch. Emissionen aller Regierungen stehen bevor. Moment, was heißt das? Wenn die Haushaltszahlen so bleiben, müssen wir in den nächsten Tagen eine neue Schuldenemission vornehmen.
was war nochmal Emission? Emission ist Aussenden. Schulden aussenden. Diesbezüglich muss ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Sie vor einiger Zeit mit einigen unserer Darlehensgeber gewisse Zinssätze ausgehandelt haben. Diese Zinssätze könnten in Frage gestellt werden, da unser Haushaltsdefizit seitdem erheblich angewachsen ist. Wahrscheinlich durch das Tilgen. Die einzige Möglichkeit, diese Zinssätze beizubehalten, besteht darin, unser voraussichtliches Defizit auf das Niveau zu setzen, das es zum Zeitpunkt dieser Verhandlung hatte. Die haben das aber auch einfach geändert, ohne was. Ohne da was dazu zu sagen, ohne dass sich was groß geändert hatte. Naja, was ist eigentlich, wenn ich jetzt einfach zum nächsten gehe und das tilge? Hier zum Beispiel Japan. Möchte ich tilgen. Hat einen schlechten Zinssatz. Weg damit. Ach ja, die Haushaltsreserven sind weniger geworden. Stimmt. Können wir jetzt einfach alles tilgen, wenn die nur so wenig weniger werden? Bei den Franzosen haben wir sehr viel geliehen, auf jeden Fall. So, die Amerikaner haben den nicht schlechtesten Zinssatz. Die Briten haben angeblich gar keinen, was ich mir irgendwie gar nicht erklären kann, aber keine Ahnung. Hier steht ja sogar was von Zinsen. Das verstehe ich nicht so ganz. Na gut, ich denke mal, das Rätsel werden wir beim nächsten Mal lösen. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder etwas vorangeschritten. Es wird interessant werden. Dann vielleicht schaffen wir es ja sogar alle zu tilgen, wie ich jetzt gerade aus dem Chat vernehme, dass das vielleicht sogar möglich sein könnte. Mal schauen. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Ja, das würde mich freuen. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.